Hallo, willkommen in Babses Kitchen. Heute mache ich noch ein Windgebäck. Also eine Windringe und ein Spritzgebäck ein bisschen. Und da braucht ihr einen Spritzsack mit einer Dülle Nummer 8. Dann zwei Eiklar, 150 Gramm Staubzucker, halben Esslöffel von Maizena, also das ist Maisstärke, und ein Spritzerle von Essig, Apfelessig, und zwei Farben. Das war alles. Kommt das Eiklar rein, in die Rührmaschine, mit Schneebesen, dann der Staubzucker, und dann halben Kaffee, also Esslöffel Maizena. Und das Ganze wird jetzt 10-15 Minuten lagern. Es kommt noch ein Spritzer Essig rein. So, passt. Und noch einmal verrührt. Die Masse ist fertig, glänzt schön fest. Habe ich die Lebensmittelfarbe. Und da tue ich nur ein bisschen. Mal fünf Mal ein bisschen zu viel. Da tut man wirklich nur auf jeder Seite ein bisschen. Der ist ein bisschen schwer. So, die Farbe ist jetzt drinnen ein bisschen, aber wirklich auf alle Seiten ein bisschen verteilen. Man kann es ganz weglassen auch. Und jetzt kommt die Masse rein. Wenn man will, kann man eine doppelte Menge machen. Ich habe jetzt gerade zwei Eiklar gehabt zum Verwerten. Deshalb habe ich da weniger. Dann habe ich da so ein Klipsi. Spritze einfach so kleine Knöpfe auf. So Glitzer, da kann man ein bisschen auf tun. Der Bären, was man will. Und dann wird es bei 130 Grad gebacken, ca. 35 Minuten. In der Mitte anfangen. So, die sind fertig, die holen wir jetzt raus. Super geworden. Mit der Farbe hat nicht so hingehaut, leider. Das Windgebäck ist fertig. Spritzen kann jeder, wie er will. Es ist auch so lieb, ein bisschen lachsfärbig geworden. Taugt mir. Die Farbe ist nicht so stark, ist vielleicht sogar besser, gesünder. Und ich wünsche euch auch gutes Nachbacken und gutes Gelingen, schöne Feiertage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.